Ey, diese Elden Ring Handschuhe verschaffen dir einen drastischen Vorteil im DLC. Sicherlich kennst du die Geschichte des Elemer von den Dornen. Eigentlich war er ein Auftragskiller, den die Goldene Ordnung geheim angeheuert hatte. Sein Ziel waren alle nomadischen Händler der Zwischenlande, die der Bestrafung unter den Laendel-Katakomben entkommen waren. Aus meinem anderen Video wisst ihr, dass diesen heretische Bezüge zur Frenzy Flame nachgesagt wurden. Als die Chaosflamme richtig ausbrach, sollte er mundtot gemacht werden, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Die Marai-Familie nahm ihn im Namen der Goldenen Ordnung fest und verurteilte ihn zur Hinrichtung. Aber kurz vorm finalen Schwerthieb in seinen Nacken übernahm er mittels Io-Jade-Telekinese die Kontrolle über die Waffe des Exekutierers. Damit metzelte er jeglichen Widerstand nieder, bis das gesamte Schloss unter seiner Kontrolle stand. Der übelste Badass. Wenn du ihn am höchsten Punkt bzw. im Thronsaal besiegt hast, kannst du sein Dornenset in der Tafelrunde kaufen. Dieses hat das besondere Feature, Gegner bei Berührungen durch Rollen zu lähmen oder zu unterbrechen. Und der Effekt kann allein durch die Handschuhe ausgelöst werden. Damit wirst du nie wieder von Mobs ausweglos eingekesselt. Rollen ist allgemein die stärkste Kernmechanik in Soulspawn-Spielen, durch ihre Qualitäten für die Defensive. Durch die Handschuhe erhältst du eine Rolle, die zusätzlich offensiv nutzbar ist. Beim Reisen durch die Gebiete der Schattenlande gehst du hiermit auf Nummer sicher. Denn garantiert werden hier an einigen Stellen Gegner wie Unkraut aus dem Boden sprießen.